Vielen Dank, Herr Präsident. Digitalisierung ist notwendig, birgt Risiken, aber auch Chancen. Notwendig ist sie, weil internationaler Wettbewerb Strukturwandel und Modernisierung erzwingt und ohne Anpassung keine Volkswirtschaft Bestand hat. Digitaler Wandel birgt Risiken, gewiss. Doch der Gesetzentwurf gewährt hier mangelhaften Schutz der Nutzer und deren Daten und die Parlamentsberichte nicht mehr als erste Hilfe. Denn Kommission und Parlament geht es gar nicht um Verbraucherschutz, sondern wie fast immer um Deutungshoheit, nicht nur über unerlaubte, sondern unerwünschte Inhalte. Online geteilt werden soll nur, was gefällt, nicht den Nutzern, sondern Justiz, Staatsanwalt und einer neuen EU-Agentur zu diesem Zweck. Unser Vertrauen gilt hier eher John Stuart Mill und seinem Glauben an den Durchblick der Vernunft, nicht per Dekret und Zensur, sondern Meinungsfreiheit im dezentralen Wettstreit der Ideen. Und seien wir ehrlich, digitaler Wandel und künstliche Intelligenz sind das Rettende, wenn uns die natürliche Intelligenz knapp wird, infolge immer weniger junger Europäer. Denn künstliche Intelligenz setzt knappe menschliche Intelligenz frei und ist sozialpolitisch billiger als unqualifizierte Zuwanderung. Vielen Dank.